Da werden wir zurück in der Bibliothek des Klosters und ich glaube, wir gucken uns jetzt mal kurz an, was es mit dieser Quest auf sich hatte. Dem Oculus war es, glaube ich, bin mir aber nicht mehr so sicher, die Zutaten zu bringen mit dieser Drachenseele und so. Ich meine, ich kann mich noch dran erinnern, aber gucken wir einfach mal, was passiert. Ich habe jetzt nämlich alles dabei. Ich habe die Sachen dabei. Glaube ich. Gut, ich nehme dann die Mana-Wurzeln. Sehr schön. Damit wären alle nötigen Ingredienzien vorhanden. Okay, jetzt, was nun? Was nun? Jetzt muss nur noch die Schriftrolle geschrieben werden. Da du das Schriftrollenschreiben noch nicht beherrschst, werde ich mich darum kümmern müssen. Was wohl passiert wäre, wenn ich das gelernt hätte? Kann man das überhaupt lernen? Eine Runenzerlegung, Pfeile herstellen, Waffenschleifen schmieden, Runen erschaffen, Taschen... Was, man kann keine Schriftrollen in Loa herstellen? Wie ich eiskalt hier verarscht werde, obwohl ich es hätte gar nicht ändern können. Boah, Oculus. Aber es lohnt sich. Ich habe letztes Mal auch auf Brutal gespielt und es lohnt sich dann, glaube ich, nur wegen dem Effekt, weil die Spruchrolle, die dabei rumkommt, ist eigentlich eine richtig coole Idee, aber ich glaube trotzdem ein bisschen zu schwach. Ich teste sie mal irgendwo und mal gucken, bei irgendeinem schwereren Gegner oder irgendwo, wo es sich wirklich lohnen würde, wo ich mit meinem Bogen Probleme hätte. Aber gucken wir mal, ob die was bringt. Die Schriftrolle ist fertig. Die Zutaten haben sogar für zwei Schriftrollen gereicht. Und jetzt? Jetzt musst du sie nur noch testen. Aber du sagtest doch selber, dass die Anwendung des Zaubers auch negative Eigenschaften haben könnte. Wie sinnvoll ist es dann, wenn ich mich dieser alten Magie aussetze? Bei deiner geistigen Stärke glaube ich nicht, dass der Zauber dir stark zusetzen würde, aber ich kann dich nicht dazu zwingen. Wahrscheinlich werde ich einen anderen Bruder unseres Klosters um diesen Gefallen bitten müssen. Ja, komm los, ja, her damit. Ich möchte die Schriftrolle testen. Wer weiß, vielleicht kann ich damit ja sogar zu meinem König zurückfliegen. Nun, das ist eventuell sogar tatsächlich möglich, aber lass es uns zuerst probieren. Wahrscheinlich macht die Gothic Engine da nicht mit, wenn du fliegen kannst. Vielleicht. Wobei, ich könnte mir das schon vorstellen, auf so einem Drachen dann durch die Gegend zu fliegen. Eins noch. Ich weiß nicht, wie sich der Zauber verhält, also werde ich dich hier vorsichtshalber einschließen. Du kannst dich als Drache ja um die Rattenplage kümmern, die wir seit geraumer Zeit hier in der Bibliothek haben. Das werde ich. Ja, dann geht mal raus, meine Lieben. Dann geht mal raus. Nicht, dass ich hier irgendwie im Kollateralschäden euch hier alle fertig mache. Ja, am Anfang wird man eingeschlossen, aber die zweite Spruchrolle habe ich. Beziehungsweise die darf ich behalten. Und die wird jetzt wahrscheinlich auch funktionieren. Speichern wir mal wieder auf dem ordentlichen Speicherstand hier. Ja, dann gib mir mal die Spruchrolle. Feuerpfeil. Hier, Verwandlung Drache. Er ist zwar ziemlich klein, aber er ist auch ein bisschen langsam. Also es funktioniert schon und die Idee ist auch voll cool und ich habe auch noch eine zweite Rolle. Aber der Drache kriegt, glaube ich, ziemlich viel Schaden. Ich hatte das irgendwie mal, glaube ich, probiert bei irgendeinem Kampf gegen so einen normalen Ork, aber ich glaube, der hat mich voll fertig gemacht. Also es könnte vielleicht auch am Schwierigkeitsgrad, aber ich probiere es auf jeden Fall noch. Aber wie soll ich denn die Ratte da oben kriegen? Moment, die treffe ich so nicht. Egal, ich geh mal außen rum und dann erwische ich die schon. Weil er schießt auch Fernkampf. Hier so Fernkampf-Feuerbälle schießt er auch. Ich muss nur noch den da oben treffen. Ist eigentlich so eine coole Idee, die Verwandlung. Oh ja, jetzt könnte ich sie treffen. Was? Okay, jetzt habe ich sie erwischt. Ah, seitwärts fliegen ist vielleicht sogar schneller. Ja, das war's. Das war's. Ja, Oculus, red mit mir.
ich immer noch pfeife. Es scheint genau so gelaufen zu sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Drache ist etwas klein. Ich glaube, diese Verwandlung kann trotzdem sehr mächtig und nützlich sein. Ich hoffe, ich finde einen angemessenen Anwendungszweck für diesen Zauber. Gut, ich danke dir für deine Hilfe und möchte dir etwas aus den Kassen des Klosters anbieten. 750... Was hast du anzubieten? Ruperi. Schau selbst. Schaue selbst. Ich dachte, vielleicht verkauft er sogar noch eine Rolle, aber was soll ich damit? Ich habe genug Drachenverwandlungen dabei. Eine ist mehr als genug. Alles klar. So, jetzt habe ich auch diese Quest erledigt. Ich weiß gar nicht, was die nächste Hauptquest war. Ich meine, ich könnte auch noch mal in das Eisgebiet gehen. Schauen wir mal schnell rein. Ich habe es tatsächlich total vergessen. Magerin Selena im Tempel des freien Lagers. Richtig, das unbekannte Artefakt bringen. Ich wollte sowieso noch mal ins freie Lager, um zu gucken, ob ich jetzt mal eine neue Rüstung kriege. Nach der ganzen Aktion in der Goldmine. Hätte ich das eigentlich verdient. Finde ich. Aber gucken wir mal, was er erzählt. Selena steht hier, glaube ich, schon irgendwo. Vielleicht kann ich mit Flint mal wieder reden. 9 Lernpunkte. Die könnte ich mal wieder ausgeben. Wobei, jetzt geht es wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe jetzt exakt 60% Bogen. Das wird Flint jetzt nicht mehr können. Oder kannst du noch was? Ich möchte geschickter mit dem Bogen werden. Das kann nicht ewig so weitergehen. Oh, der kann's noch. Okay, schau an, 63, jetzt ist es 83, guck an. Weil er hat irgendwann mir mal gesagt, mit dem Gürtel angelegt, sagt er ja... Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ich kann ja nichts mehr beibringen, das heißt, irgendwo ist Schluss. Vielleicht ist es 65 oder so. Aber gucken wir mal. Selena ist, glaube ich, irgendwo da rechts in dem Raum drin, der arme Mönch. Die ist, glaube ich, da irgendwo in dem Raum drin. Wie gesagt, ich will mal gucken, ob ich nicht doch noch eine neue Rüstung kriegen kann. Irgendwie. Weil langsam wird es doch ein bisschen eng. Wenn ich mir so die ganzen Drachensnapper anschaue und die ganzen Orks, da ist, glaube ich, die Rüstung mittlerweile... Ich meine, ich habe ja diese leichte Berserker-Rüstung, die ist ein bisschen besser, aber das macht auch nicht so viel Unterschied. Also so die Berserker-Rüstung hätte ich mir eigentlich langsam mal verdient. Komm, gib. Verdammt! Okay, dumm gelaufen. Wo ist denn eigentlich Ajax? Der steht wahrscheinlich... Moment mal, muss ich erstmal vielleicht mit dem Fürsten reden? Blub, vielleicht kann ich ihm ja sagen, wir haben die... Hui, wir haben die... Mine zurückerobert. Bei dem war ich ja auch noch gar nicht, fällt mir gerade auf. Schauen wir einfach mal. Ich würde jetzt hochsprinten, aber hier, nachdem ich mich in den Drachen verwandelt habe, kann ich hier, wenn ich sprinten drücke, passiert das. Aber das kommt alles von so einem Extra-Patch. Also sprinten hat eigentlich nichts mit Lore zu tun. Deswegen, das ist jetzt kein Lore-Problem. Ach stimmt, ja, da stehen sie, die ganzen albanischen Soldaten. Ruckeln wir uns schön an denen vorbei und gucken mal, was der Fürst so erzählt. Das hatte ich ja ganz vergessen. Karador hat ja auch gesagt, dass das lalvanische Heer hier eingefallen... was heißt eingefallen? Aber hier halt hergekommen ist. Ich hätte mit dem Fürst mal reden können. Soll ich mal ganz formell auch meine Gesandtentracht anziehen? Bin noch mit so einem dicken Bogen auf dem Rücken, aber Hauptsache Gesandtentracht. Hallo, hey. Hallo Fürst Albrecht. Was? Dem kann ich gar nicht von der Mine erzählen. Okay, dann weiß ich es nicht. Dann kriege ich meine Rüstung vielleicht doch erst später. Vielleicht doch erst, wenn ich dann die normale Welt von Lore, sag ich mal, verlasse und dann in das nächste Gebiet weiterziehe. Okay. Dann, liebe Gesandtenbetracht. Dann gehen wir doch mal zu Selena. Klick ins freie Lager. Weil irgendwann, das habe ich in Gothic 3 auch gerade. Ich spiele gerade nebenher Gothic 3. Und irgendwann, gerade als Magier, bist du so stark, dass du ganze Städte
im Feuer verbrennen kannst. So, am Anfang mache ich immer noch alle Quests, aber dann, wenn ich irgendwann so stark bin, dass es eh keinen Unterschied mehr macht, ob ich noch ein paar Level oben drauf lege, du bist dann so stark und kannst einfach alles kaputt walzen. Das ist gerade in Gothic 3 so geil. Du stellst dich in die Stadt, machst ein paar Feuerringe und die ganze Stadt brennt einfach nur. Ich konnte das Rätsel eigenständig lösen. Unter Zuhilfenahme eines Bruders konnten wir die Tempelsäulen gleichzeitig drehen und so den Schatz in der Truhe freigeben. Ach, schau an. Dann weiß ich das fürs nächste Mal. Weil das war nämlich der... Das war, glaube ich, da... Der zählt immer noch als in meiner Gruppe, glaube ich. Das ist, glaube ich, da oben diese Truhe gewesen, oder nicht? Das heißt, ich müsste Lore noch einmal als Miliz durchspielen, dann hätte ich alle drei Gilden. Und dann muss ich wahrscheinlich irgendeinen Magier ansprechen, sodass wir gleichzeitig diese Säulen drehen. Ich versuche die Truhe jetzt trotzdem mal zu looten. Aber dann... Oder war das die Truhe? Was? Tod! 175 Ruperi, Wasser und Todeshauch. Hä? Wer war denn dann Ramsus? Weil der Magier, der hier oben an der Truhe gestanden hat, ist nicht mehr da. Ich dachte, das war der. Okay, vielleicht war es nicht. Aber, das würde ja passen. Diese beiden Ornamentsäulen... Und gleichzeitig drin. Das heißt, ich muss nächstes Mal einfach irgendeinen Magier ansprechen und die helfen mir dann dabei. Okay, gut zu wissen. Hallo, Selena. So, ich habe ein Artefakt. Ich habe hier ein Artefakt gefunden, das ein abtrünniger Magier bei sich hatte. Könnt ihr mir sagen, was das ist und wozu es benötigt wird? Wem hast du es abgenommen? Adrian. Er hat zusammen mit dem Konservatio dem Kloster den Rücken gekehrt, indem sie Banditen anheuerten, um das Buch aus dem Sumpftempel zu stehlen. Vier Rekruten und vier Mönche mussten bei diesem Verrat grundlos sterben. Ein abtrünniger Konservatio. Das sind schlechte Nachrichten. Was ist mit dem Buch? Konntet ihr es wieder beschaffen? Schöne Rupe. Nein. Auf der Jagd danach tauchten die Orks auf und überfielen den Süden der Insel. Nahezu alle Hafenbewohner sowie alle aus der Goldmine starben dabei. Wir konnten beide Standorte jedoch zurückerobern und halten diese derweilen. Ja, und jetzt, wenn sie mir nicht weiterhelfen kann? Könnt ihr mir helfen? Zeig mir das Artefakt. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Gibt es keine Möglichkeit, um dessen Nutzen herauszufinden? Ja. Eines der orkischen Rituale, das in den hier gefundenen Schriften erwähnt wird, könnte in diesem Fall den gewünschten Erfolg bringen. Welchen Erfolg? Moment, was für ein Ritual? Was ist das für ein Ritual? Es ist eine schamanistische Beschwörung. Die Prozedur ist gut erklärt und sollte auch für menschliche Magier durchführbar sein. Was braucht ihr dafür? Nur den richtigen Ort und das Artefakt natürlich. Okay, wo soll es denn stattfinden? Zufälligerweise da hinten in dem Raum, zwei Räume weiter, das ist ein schöner Raum. Wo soll es stattfinden? Ich denke, in den Tiefen dieses Berges. Ah. Genau. Unterhalb dieses Tempels soll laut Aufzeichnungen eine Lavagrotte existieren. Ich erinnere mich. Der Zugang ist nur über einen kleinen Gebirgspfad zu erreichen und führt in eine Höhle aus Kristallen. Das ist der perfekte Ort für dieses Ritual. Zumindest hatten die Aufzeichnungen diesen Ort vorgeschlagen, da dort eine hohe Magiekonzentration vorherrscht und so das Ritual begünstigt. Glücklicherweise haben wir auch Teleportschriftrollen gefunden, die den Anwender direkt vor den Zugang zur Lavagrotte teleportieren. So ein Zufall. Wir treffen uns vor dem Eingang. Du solltest dich besser nochmal ausrüsten. Es könnte gefährlich werden. Das könnte es wirklich, ja. Das könnte es tatsächlich. Ich meine, und tschüss, Selena. Ich meine, viel kann ich mich nicht mehr ausrüsten. Ich habe alle meine Lernpunkte ausgegeben und viel besser kann es kaum werden. Aber da hat sie recht, ja. Das könnte tatsächlich interessant werden. Dieses Amulett wird jetzt, glaube ich, ziemlich wichtig. Drachenbann. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo ich das her hatte, obwohl es gerade mal ein paar Tage her ist. Aber das könnte, glaube ich, wichtig werden, da wo wir jetzt hingehen. Ich habe aber zufälligerweise sowieso noch den eingespeicherten Teleport. Ich glaube nämlich, dass die genau von diesem Ort redet. Dort müssen wir rein. Geh vor. Wir folgen dir. Ach, vier Magier dabei. Boah. Weil das könnte, glaube ich, noch wichtig werden. Dieses Amulett. Und da drin könnte es tatsächlich hart werden. Habe ich denn ein paar Spruchrollen zur Heilung dabei?
Siebenmal mittel, siebenmal leicht. Hätte ein Dämon dabei. Ja, doch, das passt schon. Das könnte jetzt nämlich mal interessant werden. Ich meine mich noch zu erinnern, dass es... So ein saublödes Vieh. Dieser Spruch. Die... Also nicht, natürlich nicht diese Minecrawler, aber das, was am Ende hier auf uns wartet. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Und wer weiß, ob ich das tue. Hier bin ich. Ja, einfach durchziehen. Gut gemacht. Mein Saule des Drecksvieh. Irgendwelche Mods hatten... aber die können wahrscheinlich an Fallschaden nicht sterben. Obwohl, die haben wahrscheinlich diese alternative Unsterblichkeit. Hier, ich wollte mal sagen, irgendwelche Mods haben das eingefügt, dass Mole Rat Fett droppen. Und ich finde, das macht auch irgendwie Sinn. Man braucht es ja, glaube ich, sowieso nur einmal. Für diese Winde da. Bei Venus Spezial... Da ist wieder eins von diesen Drecksvieh. Spezial... Brennerei im dichten Wald im Osten. Aber das Mole Rat Fett droppen macht irgendwie Sinn. Da wären wir. Siehst du diese Kristalle? Ja, was soll damit sein? Während der Beschwörung wird ein steter Fluss magischer Energie benötigt. Normalerweise braucht man dazu eine mächtige Kraftquelle. Hier in der Höhle aber müssen wir uns um dieses Problem nicht kümmern. Die Kristalle werden als Kraftquelle fungieren. Du passt auf, dass uns während des Rituals nichts passiert. Oh. Ich durfte nicht mal vorher speichern, einfach nur Beschwörung beginnen. Okay, gucken wir mal. Selena hat jetzt schon ein bisschen Schaden vorher gekriegt. Was? Untote Orks? Moment mal. Untote... Oh Gott. Ich hoffe mal, die kommen jetzt nur von der Richtung. Aber vielleicht schießen sie wieder mit. Gerade eben haben sie es getan. Ein Mist wie wenig. Moment, die schießen sogar mit. Wahrscheinlich ist es so gar nicht gedacht, aber die schießen sogar mit. Seht ihr übrigens ganz da hinten in dem den Gang hinter dieses Feuer, was da... Ein Mist wie weniger. Mittlerweile habe ich gut Geschicklichkeit. Dieses Feuer, was da flackert, da wäre für mich sowieso Ende. Da hinten kommt man eh nicht mehr durch. Es ist vorbei. Was ist denn los? Die Beschwörung. Sie dreht einem den Magen um. Ich bin mir sicher, den anderen Magiern geht es genauso. Während der Kanalisierung strömten Visionen auf mich ein. Eine unbeschreibliche Erfahrung. Wir wissen jetzt, worum es sich bei dem Artefakt handelt. Erzähl. Es ist das versteinerte Herz des Dieners. Des Avatar Belias. Belia. Wer ist der Diener? Während des ersten Ork-Krieg wurde er von Beliath erschaffen, um den Orks im Kampf mit den Menschen zu helfen. Eine mörderische Bestie mit dem Segen des Gottes der Unterwelt selbst. Man nannte ihn auch den Avatar Belias. Ein fleischgewordener Repräsentant Belias auf Erden. Blub, und damit haben wir eventuell unseren Endboss. Das Herz des Dieners? Vielleicht. Wozu ist es gut? Nachdem der Avatar Belias von den Wassermagiern im Götterkrieg besiegt wurde, teilten sie das Herz mit der Hilfe der vier Elemente. Vier Elemente? Wassermagie, Feuermagie, Blitzmagie und Windmagie. Es war ein Ritual aus alten Tagen, das dies ermöglichte. Mit Hilfe der vier Elemente konnten sie das Herz des Dieners in zwei Teile spalten und versteinern. Damit der Diener der Orks nie wieder das Antlitz der Welt erblicken konnte, versteckte man die Teile in zwei entlegenen Orten der Welt. Das magische Buch, das für die Beschwörung benötigt wird, fiel den Orks in die Hände. Wir entdeckten diese Information in den Aufzeichnungen des Tempels im freien Lager. Das war auch der alleinige Grund für die Sumpfexpedition. Mhm. Und jetzt benutzt ein abtrünniger Konservatio es, um die Welt der Menschen wieder ins Chaos zu stürzen. Wer konnte das erahnen? Tja... Was hast du denn noch gesehen, erzähl? Was genau habt ihr bei der Beschwörung gesehen? Wie schon erwähnt, war es eine Vision. Eine Flut von Bildern, die versuchten, eine Geschichte zu erzählen. Die Spaltung des Herzens durch die Wassermagier wurde gezeigt. Was noch? Ein Buch.
In der Vision wurde es von einem golden schimmernden Glanz umhüllt. Das Buch aus dem Sumpftempel? Vermutlich. Ein mächtig magisches Artefakt aus dem Götterkrieg. Es wurde gezeigt, wie man mit diesem Buch den Diener des Orks wieder ins Leben zurückbringen kann. Ein Ritual, bei dem große Mengen an Energie benötigt wird. Gold. Ja, Gold war in Bergen zu sehen. Gold wurde bei dem Ritual dematerialisiert und verschwand praktisch im Nichts. Noch was? Ja, die Erweckung des Dieners. Magus, der mit einigen Ork-Schamanen um ein riesiges Hexagramm steht und den Diener beschwört. Ach ja, ich erinnere mich. Wo genau fand Magus' Beschwörung statt? Ein Tempel. Auf dem Boden war ein Hexagramm zu erkennen. Die Decken waren sehr hoch. Es war insgesamt ein zylindrischer Raum. Von der Decke schien ein Licht auf den Avatar hinunter. Weißt du, wo sich dieser Tempel befinden könnte? Nein. Doch der Trockenheit im Tempel nachzuschließen, befindet er sich irgendwo in der Wüste. Ich werde jedoch Nachforschungen in den Aufzeichnungen des Tempels im freien Lager machen. Dort müsste etwas dazu stehen. Komm später wieder. Müsste ich hier nicht eigentlich erst noch hier durch? Ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich für die Hauptquest da hinten durch muss. War das eine Prophezeiung? Wird die Erweckung des Dieners, so wie von dir beschrieben, stattfinden? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht war es auch eine Darstellung des jetzigen Moments und Magus vollführt die Beschwörung genau in diesem Augenblick. Ja, eigentlich fehlt ihm ja der zweite Teil des Herzens, das ich gerade in der Hand habe. Aber wir haben doch den zweiten Teil des Herzens. Wie will Magus ohne diesen zweiten Teil die Beschwörung vollenden? Eigentlich schon. Er braucht den zweiten Teil des Herzens nicht notwendigerweise. Ohne den zweiten Teil ist der Diener zwar nicht unverwundbar, so wie er es während des Götterkrieges war, jedoch immer noch mächtig genug, um die Menschen und ihre Streitkräfte zu vernichten. Abwarten. Wie können wir sie aufhalten? Die Vision zeigte einen Mann an einem Alchemietisch, der die Macht des Dienerherzens in einem Trank band. Er verwendete dazu drei Herzen, neben dem versteinerten Herzen des Dieners. Das Herz eines untoten Menschenfürsten, das eines Feuerdrachen und das Herz einer Eisbestie. Ach, ich erinnere. Ich glaube, wenn du diese drei Herzen finden kannst, dann bist du bereit, dem Diener der Orks entgegenzutreten. Selbst wenn er das Antlitz dieser Welt wieder erblickt hat. Also nur eine Spekulation? Ja, leider. Doch es ist besser vorbereitet, zu einem Kampf zu erscheinen, findest du nicht? Zusätzlich wird es die Macht des Dieners schwächen. Durch die Zerstörung des zweiten Herzstücks nimmst du dem Diener die Macht der Unverwundbarkeit. Ja, die Herzen der Bestien. Stimmt, da war ja was. Ganz dunkel erinnere ich mich. Wie helfen mir die Herzen der Bestien? Konkret weiß ich das auch nicht. Du wirst es selbst herausfinden müssen, wenn du den Trank zubereitet und getrunken hast. Und wo sind die alle? Wo finde ich die Bestien? Das kann ich dir sagen. Die Schriften aus dem Tempel im freien Lager erzählen davon. Den untoten Menschenfürsten findest du nordöstlich vom Sumpf. Dort gibt es einen verfallenen Tempel. Stimmt. In diesem schmachtet der Menschenfürst sein Untotendasein. Wenn du das Herz hast, komm zu mir zurück und ich erzähle dir, wo du das nächste Herz finden kannst. Na, vielen Dank, dann gehe ich mal. Ja, ich glaube nämlich, eins davon ist da hinten. Aber da komme ich jetzt noch nicht durch. Eventuell würde ich schon durchkommen mit diesem Drachenbahn-Amulett. Aber wenn die Story mich da noch nicht hinschickt, gehe ich da auch noch nicht hin. Interessant, dass hier unten die Musik vom alten Lager spielt. Soll ich mal überlegen, von was aus es am sinnvollsten wäre, loszulaufen, wenn ich in den Sumpf soll. Das ist sogar Karls Bauernhof, kommt da sogar nochmal zur Hilfe. Er ist nämlich einigermaßen nahe dran. Erstmal fünfmal im Kreis gedreht, um zu wissen, wo ich bin. Okay, alles klar. Also, drei Herzen suchen, damit ich diesen Trank trinken kann, damit ich dem Avatar Belias gegenübertreten kann. Okay, kein Problem. Kein Problem. Ich hatte ja gerade erst Risen gespielt und häufig ist so ein bisschen immer die Kritik an Risen, dass am Schluss alle Leute gleich aussehen mit dieser Rüstung und mit diesem Schild und mit diesem Hammer da. Und dass du auch, wenn du Magier bist, am Schluss halt mit dieser Titanenrüstung rumrennst. Und dass du am Schluss nochmal, okay, wir sind jetzt kurz vor der Tür des Endbosses, du musst aber nochmal loslaufen und die einzelnen Sachen da zusammensuchen. Irgendwie musste ich da gerade ein bisschen dran denken, weil du jetzt nochmal, um halt dem Endboss gegenüberzutreten, diese Herzen da holen. Übrigens, keine Sorge, wir sind noch weit vom Endboss entfernt. Aber irgendwie musste ich da gerade dran denken und ich habe immer gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm. Weil man kann sich, wenn einem ein Spiel Spaß macht,
was bei Risen 1 auf jeden Fall der Fall ist, dann kann man das schon erklären, weil ich meine, Ur-Sigurd war halt ein Titanenfürst und der war halt ein Nahkampf-Titanenfürst. Ist doch klar, wenn er sagt, such mir mal meine Rüstung, dass du dann seine Nahkampfrüstung und seine Nahkampfwaffen findest. Weil auch wenn du Magier bist, warum... Ich meine, natürlich, viele Spiele bieten dir das dann an, weil die sagen, okay, irgendwelche Spieler spielen das natürlich auch als Magier durch und dann geben wir denen auch irgendwas. Aber... Mein Ur-Sigurd war nun mal kein Magier. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Risen gekommen bin. Ach ja, wegen der Herzen, die ich zusammensuchen soll. Das dauert aber noch. Du hast wie die einfach reingespawnt. Oder die haben sich wahrscheinlich unter Wasser versteckt. Boah, mittlerweile ist mit dem Bogen aber hier. Könnt ihr aber vergessen, ihr Mistviecher. Könnt ihr aber richtig vergessen. Und das ist genau der Part, den ich gemeint habe. Genau den Part habe ich gerade auch gestern erst in Gothic erreicht. Weil ich stark genug bin und genug altes Wissen habe und Mana-Regeneration gelernt habe in Gothic 3 und jetzt einfach in die Stadt reinlaufen kann und mit Nebeln und Flammenwellen und Blitzbeschwören und allem Möglichen einfach die Stadt in Sekunden ausräuchern kann. Ja, Sumpfgolems, ich weiß nicht, wie viel Schaden ich gegen die mache. Und das ist halt wirklich, das ist cool. Es ist wirklich cool. So. Gehen wir mal. Oha! Untoter Ork ist doch ein bisschen blöd. Nee, da greife ich lieber mal die Flucht nach vor. Untoter Ork ist tatsächlich ein bisschen blöd. Also, ich könnte jetzt darauf schieben, woher zum Teufel habe ich die 120 Erfahrungspunkte gekriegt? Woher habe ich die 100... Es kann vielleicht sein, dass jemand am Fallschaden gestorben ist. Vielleicht habe ich eigentlich seitdem keinen Speicherstand mehr gemacht. Doch, da unten ist noch einer. Okay, das ist ja schnell erledigt. Wenn ich die Dialoge wegklicke, ist das ja innerhalb von einer Sekunde erledigt. Weil es kann sein, dass der an Fallschaden gestorben ist, weil einige Mods, Lore inklusive, glaube ich, ändern das, wenn du einen Gegner mit Gothic 2 mit der Windfaust tötest, dann fliegt er ja eigentlich weg und wenn er so hinterfällt und dann an Fallschaden kriegt und dann an diesem Fallschaden stirbt... Es ist vorbei. Na, guck an, das war's ja schon. Und dann an diesem Fallschaden stirbt... Glück. Dann kriegt man die Erfahrung nicht, obwohl man ihn mit der Windfaust eigentlich umgebracht hat. Und viele haben das halt geändert, dass du die Erfahrung trotzdem noch kriegst. Und ich denke mal, wenn im Umkreis vom Helden irgendjemand an Fallschaden stirbt, dann kriegst du die Erfahrung vielleicht. Okay, so, gehen wir mal zurück. Wisst ihr, ich sag wegen 2 Minuten... die ich wieder bis zu dem Sumpf laufen muss, sage ich, oh Mann. Hätte ich mal gespeichert. Habt ihr gehört, wie die Musik vom alten Lager kurz übergegangen ist in so ein wie heißen diese Metalldinger, wo man mit so ein Xylophon, war das ein Xylophon oder so? Wie die Musik schnell in diese Xylophon übergegangen ist. Ja, was wollte ich erzählen? Irgendwas, dass die wahrscheinlich an Fallschaden sterben. Aber danach wollte ich, glaube ich, noch irgendwas anderes sagen. Ach ja, mit den Speicherzeiten. Weil ich habe jetzt irgendwie 2 Minuten verloren. Und ich höre ständig Leute, die in Gothic sagen, oh, ich habe die ganze Zeit nur auf einem Speicherstand gespeichert und ich muss jetzt 5 Stunden nachholen und voll blöd und was weiß ich. Und dann sage ich, ja, das lernen wir alle auf die harte Tour. Und das passiert uns irgendwie allen mal, oder? Weil gerade mit Quicksave... Ach, dieses Akrobatik, ne? Gerade mit diesem Quicksave verleitet es ja irgendwie dazu, die ganze Zeit nur auf Quicksave zu speichern. Von daher, ich verliere vielleicht mal 2 Minuten, weil ich wirklich alle 2 Sekunden versuche zu speichern. Ich kann mich aber noch erinnern, wo das war. In dem Nordosten. Ich meine, als ich im Sumpf unterwegs war, bin ich auch mal da aus dem Wasser raus. Und bin da mal hin.
meine ich. Also ich meine, ich war da oben schon mal. Also Angriff ist mittlerweile echt die beste Verteidigung. So viel Schaden, wie ich mit dem Bogen mache, ist Angriff mit Abstand die beste Verteidigung. Weglaufen gegen diesen Ork, es hätte schon funktionieren können. Jawohl, es hätte schon klappen können. Jawohl, 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 jawohl. Es hätte schon klappen können, aber wenn ich ihn einfach erschossen hätte, wäre ich wahrscheinlich besser gelaufen. Beziehungsweise besser gefahren, heißt es doch. Ja, ich sehe da oben. Ich sehe da oben. Ihr Lichter, auf die schieße ich mal lieber nicht. Auf die schieße ich mal lieber nicht. Bei mir, ich habe so ein kleines Vorschaubild nebendran und es ist übel am Ruckeln. Wahrscheinlich sehe ich jetzt später im Video, dass es einfach übel am Ruckeln war. Dieses Mal gehe ich lieber mal auf Nummer sicher. Moment, der Ork. Ah, der greift jetzt die Viecher hinten an. Ich wollte nämlich sagen, der kann hier nämlich hochspringen. Aber vorsichtshalber mal alle schießen, der war nämlich vergiftet. Nicht, dass die Sumpfratten vergiften können. Hier müsste es, genau, hier ist irgendwo der Ausgang. Ich meine, hier ist eine ganze Menge Respawn. Vielleicht sage ich irgendwann, ach komm, ich nehme mal den Bogen in die Hand und renne mal den Respawn. Oh Gott, der Sumpfgolem. Jawoll! Und renn mal den Respawn ab. Kann ich den mal bitte anvisieren? Und renn mal den Respawn ab, allein für die Erfahrungspunkte. Aber mal gucken, vor allem, weil es wirklich nicht lange dauern würde. Jetzt mit dem Bogen. Da schwebt ein Varan. Jawoll, ich mache sogar Schaden. Das hätte ich gegen den Golem gar nicht gedacht. Komm, Varan, ich erlöse dich. Wahrscheinlich war das ein Hinweis darauf, so nach dem Motto, da unten, guck mal, da unten ist eine freie Fläche, da liegen irgendwelche seltenen Pflanzen. Oha! Was? Ich laufe auch noch voll rein. Das Problem war, ich wollte mich eigentlich mit der Maus gerade umdrehen, aber die Maus war zu nah an der Tastatur dran und ich habe die Maus nicht gedreht gekriegt. Um eine Ausrede nie verlegen. Okay, cool. Okay, Skelette und Schattenkrieger. Schön, die geben gute Erfahrung. Und wenn ich die früh genug sehe, kann ich die eigentlich auch ganz gut erschießen. Aber der Schattenkrieger überlebt ganz schön viel. Jetzt, wo ich so gesehen habe, wie viel Schaden der kriegt, der wird wahrscheinlich 3 bis 4 Pfeile überleben. Das könnte jetzt interessant werden, aber schauen wir mal. Ich muss die einfach nur früher sehen. Jawohl, das Skelett ist mit einem Schuss weg und die Schattenkrieger mit 3. Mann, ey. Diese Geschicklichkeit ist schon nicht schlecht. Und das ist immer das, was ich sag, weil wenn man das jetzt vielleicht so sieht, dann sagt man, oh, Geschicklichkeit ist ja viel zu stark. Aber ich sag mal so, wenn man so viel gelevelt hat und alles wirklich nur in einen Punkt gesteckt hat, wie Geschicklichkeit und Bogen zum Beispiel, was 2 Punkte sind, dann ist man halt auch einfach stark. Weil letztes Mal in Lore war ich Magier und bin halt rumgelaufen mit dem Unwetter und habe mit dem Unwetter alles kaputt gemacht. Und also, oh, Magier ist hier viel zu stark. Und wenn du so Bogen spielst und einfach nur alles one-shottest, dann heißt es, oh, das ist ja viel zu stark. Und ich sage so, hä, das ist halt immer so. Du bist einfach irgendwann, das war eng. Du bist einfach irgendwann in Gothic, wenn du gut gelevelt hast und so alles schön in einen Punkt gesteckt hast und so ein bisschen weißt, wie du mit deinen Lernpunkten umgehen musst, dann bist du halt einfach stark und genauso soll das ja auch sein. Ich meine, wir sind jetzt auch langsam gegen Ende des Spiels. Es wäre schlimm, wenn es jetzt anders wäre. Und du immer noch total die Flasche wärst. Es erinnert mich wieder ein bisschen an Gothic 3. Wenn du in Gothic 3 Nahkämpfer spielst, ich sehe schon 1, 2 Leute, wie sie sagen, aah! Aber wenn du in Gothic 3 Nahkämpfer spielst, ich meine, dann bist du halt da mit deiner Waffe und machst halt... Und klickst dich halt so durch die Städte durch.
links klickst, dich so durch die Städte durch. Und ja, das ist halt als Magier ein bisschen anders. Da fühle ich mich dann selbst als Nahkämpfer irgendwann nicht mehr so stark. Als Magier dafür umso mehr. Guck nur hin und wieder mal, weil ein bisschen die Lore-Musik ist manchmal die eigene Musik ein bisschen lauter als die Standard-Gothic 2-Musik. Mach ich die mal einen Ticken leiser? Hier stand, glaube ich mal, aber die habe ich, glaube ich, schon mit Harik getötet, oder? So die ganzen Skelette und so ein Magier noch dazu. Jawoll, verdientes Level. Hier oben war ich nämlich mal im Zuge meiner ganz normalen Erkundung im ersten Loa-Durchgang und da ging es halt irgendwann einfach nicht mehr weiter. Da dachte ich mir, das ist aber schade. Das ist genau wie bei dem Orania-Lord, wo du eigentlich mit Castor hin sollst. Na hallo. Wo du eigentlich mit Castor hin sollst, wenn du die Orte im Zuge deiner ganz normalen Erkundung vorher schon gefunden hast, konntest du mit den Orten nie was anfangen. Bist du in Ordnung? Mir geht es gut. Zumindest körperlich. Unseren Freunden ist es schlechter ergangen. Hallo Velaya. Was, ich geh dann mal? Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Verdammt! Was machst du hier? Ich habe dich erst für einen von diesen ekelhaften Untoten gehalten. Das gleiche könnte ich dich auch fragen. Was in Belias Namen macht ihr hier? Juliana und ich gehören einer Gruppe von Abenteurern an. Wir wollten hier in dem Tempel nach einem Artefakt suchen. Vergiss es, Mädel. Uns war es gerade gelungen, den Zugang zu öffnen. Da stürmten auch schon die Untoten auf uns zu. Und einer von ihnen, er... Ich habe sowas noch nie gesehen. Untote sind mir ja schon zuhauf begegnet. Aber da war dieses eine Skelett, das eine Rüstung trug. Ich fürchte, es war ein Schattenlord. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Untote sind mir ja schon zuhauf begegnet. Aber da war dieses eine Skelett, das eine Rüstung trug. Ich fürchte, das war ein Schattenlord. Wir hatten keine Chance gegen diese Abscheulichkeiten. Unsere Männer wurden niedergemacht, bevor wir uns überhaupt wehren konnten. Juliana und ich konnten gerade noch entkommen. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, hat der Schattenlord unsere Männer wieder zum Leben erweckt. Wenn man das Leben nennen kann. Ja, man konnte im Untertitel mitlesen, was sie sagen wollten. Der Schattenlord, keine Sorge, ich kümmere mich um dich und deine vorherigen Männer. Das Skelett, das du gesehen hast, ist ein untoter Menschenfürst. Die Magierin Selena schickt mich, um ihn zu vernichten. Du weißt also, was in diesem Tempel ist? Diese Info hätten wir auch gebraucht. Dann wären wir niemals hierher gekommen. Tja. Tu, was du tun musst. Doch wir können dir nicht dabei helfen. Ich kann es nicht ertragen, unsere Freunde so zu sehen. Wenn du ein gutes Herz hast, dann töte sie rasch und schenke ihnen ihren Frieden. Ein solches Ende haben sie nicht verdient. Keiner von uns. Ich werde mich um sie kümmern. Da kannst du dir sicher sein. Ja, und es wird ein rasches Ende sein. Ich glaube, viel rascher als mit einem Pfeil. Knacken, verstehe ich nicht. Als mit einem Pfeil ins Gesicht kann es kaum sein. Würde ich mal sagen. Klick, klick. Intrigel, Dietrich, Wacholder, Wasser. Okay. Ja, da sind sie alle. Hübsche Rüstung hatte sie an, gell? Hübsche Rüstung hatte sie an. Ja, jetzt ist nämlich dieser Tempel hinten offen. Wenn man nämlich hierher geht, in vorherigen Kapiteln, dann ist nämlich die Tür da hinten nicht offen. Die, auf die wir jetzt gerade zulaufen. Weil ich war hier das letzte Mal, oder war die Tür, ja, zu. Und dann konnte ich hier leider nicht weitermachen. Aber jetzt kann ich's. Jetzt ist die Tür da hinten zu dem Tempel nämlich offen. Ich glaube nämlich, die Mädels spawnen dann wahrscheinlich erst, wenn Selena sagt, geh hier hin. Was? Pfeil mit Aufprallzünder. Elixier des Lebens. Ach was. Ja, Lebensenergie werde ich brauchen können. Ich sage immer nur, ich hatte ein bisschen Sorge vor dem Endbosskampf. Und ihr werdet auch sehen, warum, wenn wir bei dem mal angekommen sind. Weil ich glaube, da werde ich ganz schön viel Schaden kriegen. Jedes bisschen Lebensenergie, was ich hier gerade mitnehmen kann. Brief an Fiona.
Ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall nützlich sein. Ich geb Fiona den Brief nochmal schnell. Wenn ich raten müsste, war das wahrscheinlich irgendein Abenteurer, der Fiona geliebt hat oder so, und er hat geschrieben, oh, es tut mir leid und wir sind alle tot. Schauen wir mal schnell. Brief an Fiona. Einem rastlosen, ich werde dich immer lieben, Fiona. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das ist genau das, was Fiona jetzt hören will. Dass ihr alter Geliebter, der zum Zombie geworden ist, sie auf jeden Fall die ganze Zeit lieben wird. Einer eurer Freunde hatte einen Brief bei sich. Ich denke, er ist für dich bestimmt. Ein Brief? Zeig her. Schnell noch hingekritzelt, bevor er gestorben ist. Oh, mein geliebter Artemius. Auch ich werde dich für immer lieben. Artemius heißt, glaube ich, der Entwickler von Lore, der sich um die Sprachausgabe gekümmert hat. Glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, Artonius. Knapp daneben ist auch vorbei. Okay, zwei Roperi. Vielleicht sollten die auf den Augen der Toten liegen. Ja, da geht's nicht runter. Dachte ich, guck mal, aber da geht's nicht runter. Tja, da ist er. Der Tempel. Och. Der Tempel des Fürsten. Das erste Herz wird uns da drinnen erwarten, meine Lieben. Das ist doch mal ein guter Zeitpunkt, um mal abzuspeichern und zu sagen, diesen Tempel gucken wir uns das nächste Mal an. Würde ich sagen. Ab rein und holen wir uns das erste Herz. Da war sogar ein lustiges Rätsel, glaube ich, dabei mit Sound. Das war ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob das der Tempel war, aber wir werden es rausfinden. Meine Lieben, nächste Runde, erstes Herz. Und dann, es klingt zwar so, als wären wir langsam so Richtung Endgegner, aber da kommt schon noch ein bisschen was. Wir sammeln jetzt zwar Sachen, um uns gegen den so ein bisschen aufzupowern, aber es kommt noch ein ganz neues Gebiet und so, das dauert noch ein bisschen. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal.